Hallo, ich bin der Dietmar. Ich bin die Zeynep. Prima. Zeynep, du hast uns ein Buch mitgebracht, ja. Das mich beim Anlesen sehr erschüttert hat. Samia Sharif, Der Schleier der Angst. Wie kommt ein junges Mädchen wie du auf dieses Buch? Ich bin total neugierig. Ja, also ich wusste nicht, was ich genau lesen sollte. Wir haben angefangen, einiges zu suchen und mir hat halt vieles nicht gefallen. Und ich bin auch nicht so ein Mensch, der jedes Buch lesen würde. Also, und da war eine Schülerin, die hat das Buch schon gelesen, eine aus meiner Klasse. Okay. Und da waren alle Bücher und ich habe gefragt, ob ich mir die hintere Seite mal durchlesen darf. Okay. Und was ich da schon gelesen habe, hat mich schon überzeugt. Ja. Ich dachte mir so, das Buch will ich lesen, kein anderes. So, ich habe angefangen, dieses Buch zu lesen und schon die erste Seite war ich so schon richtig, richtig überzeugt. Ich bin ehrlich gesagt nicht so eine Person, die jederzeit Bücher liest. Mhm. Aber als ich das angefangen habe, ich bin ehrlich, ich konnte gar nicht mehr aufhören. Ja. Und das hat mich echt berührt. Wir haben hier einmal noch mal für euch alle das Buch. Samia Sharif, der Schleier der Angst. Und ich lese euch jetzt mal das Vorwort vor. Es war ein strahlender, eiskalter Januartag, an dem ich das Manuskript von Samia Sharif erhielt. Man erklärte mir in aller Kürze, dass eine Frau algerischer Herkunft, Mutter von 6 Kindern und heute in Kanada lebend, darin ihr dramatisches Leben und ihre gewagte Flucht aus ihrem Land beschreibt. Von Anfang an zog mich Samias aufwühlende Geschichte in ihren Bann. Sie enthielt viele verstörende Einzelheiten, aber ich musste diese bewegenden Seiten einfach zu Ende lesen. Und schließlich wusste ich ja, dass es der Erzählerin gelungen war, ihrem bedrückenden Schicksal zu entkommen. Mit der Niederschrift dieses Berichts macht sich Samia zum Sprachrohr von Tausenden von Frauen dieser Welt, die unter ihrem Schleier oder auf andere Weise eine schreckliche Geschichte verbergen. Aber Schleier der Angst ist weit mehr als eine Schilderung von Leid und Unterdrückung. Es ist vor allem eine Geschichte außerordentlichen Mutes. Samia Sharif überwindet mit ihren beiden beeindruckenden Töchtern Nora und Melissa, ihren liebevoll Champions genannten Zwillingen Elias und Ryan und dem kleinen Zacharias alle Grenzen und Hindernisse, die sich ihnen entgegenstellen. Nach erschütternden Erfahrungen finden sie schließlich in Montreal ihre Heimat, wo sie die höchsten aller Güter erlangen, die Freiheit und den Frieden. Ein schönes Happy End, das uns bewegt und befreit aus einer fesselnden Geschichte entlässt. Vielleicht kannst du mal kurz die Geschichte, du hast das Buch ja gelesen, mal kurz wiedergeben. Also, unsere Freunde da draußen auch mal hören, was in diesem Buch los ist. Ja, also Samia Sharif war früher ein kleines Mädchen, was in einer algerischen Familie geboren wurde. Und ich habe echt ihre Geduld geschätzt und dass sie halt einfach das ausgehalten hat. Ja. Ne? Also was mich gleich total berührt hat, weil man ja weiß, dass eigentlich es immer eine Mutter-Tochter-Liebe gibt oder dass die Eltern ihre Kinder lieben, dass man als erstes gelernt hat, dass er, wenn man als Mädchen geboren wird in Algerien, schon schlechte Karten hat. Und zwar schon von der Mutter, ne? Ja. Also es war ganz schlimm. Ich finde, diese Verhältnisse gehen gar nicht. Und vor allem, das hat mich immer verletzt, als sie gefragt hat, warum liebst du mich nicht? Ja. Und das war echt. Dann habe ich mit meiner Mutter auch darüber geredet und habe ihr ein bisschen erklärt von Anfang an. Und die fand das schrecklich. Also ich habe sie dann auch gefragt, könntest du so sein? Ja. Und sie hat gesagt, niemals. Also das ist undenkbar. Und das Mädchen ist von Anfang an dem Untergang der Unehre, der Sünde geweiht. Und ich fand das irre und habe dann versucht, mir zu erklären, ich will diese Mutter nicht entschuldigen, weil auch die hatte eine Kindheit und die war sicherlich einen Zacken härter als die ihrer Töchter. Aber die wird das Ganze wahrscheinlich auch ganz schlimm und ganz fürchterlich genauso erlebt haben. Und dass sie das aber da, weil ich ja mal an die Kraft von Liebe glaube, dass das da überhaupt nicht stattgefunden hat. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich auch nicht. Also ich fand es einfach nur, dann auf einmal, wo sie halt älter wurde und in die Pubertät kam, genau, das war ganz schlimm. Du bist jetzt, habe ich richtig aufgepasst, 15 oder 16? Ja, 15. 15, das ist ja genau die Zeit, wo dann das nächste große Ereignis passiert. Als sie 16 wurde, wurde sie zwangsverheiratet und sie wollte das gar nicht. Sie hat sich richtig unwohl gefühlt, aber natürlich hatte sie keine Wahl. Sie ist nach Frankreich geflogen. Sie ist wieder zurück. Man muss ja noch sagen, dass sie als Kind waren sie in Frankreich. Ja. Der Vater hat wohl ein großes Vermögen aufgebaut als Geschäftsmann. Ja. Und dann ziehen sie nach Algerien. Und da fängt ja dann so ein bisschen die Hölle an. Ne? Ja, also sie wollte natürlich nicht nach Algerien, aber
Es war sehr schlimm für sie. Und als sie dann zwangsverheiratet wurde, war sie bei ihrer Tante. Dann hat sie ihr sozusagen einen Mann gefunden. Genau, sie wurde so, du darfst deine Tante besuchen, ganz toll. Aber ja. Es war nur dazu, damit der Bräutigam sich die Braut angucken konnte. Aber sie hat sich schon so gedacht, okay, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht, genau. Das war, ja. Ihre Mutter war auf einmal so süß, süßlich und katzenfreundlich. Und sie durfte das rote Kleid mitnehmen, was sie eigentlich nicht anziehen durfte. Ja. Also sie wurde richtig ausgestellt, kann man sagen, wie in ein Brautschaufenster. Ja. Also ich war wirklich entsetzt, weil ich wusste wenig über diese Verhältnisse, über diese Art und Weise. Und was mich auch gruselig gestimmt hat, war, sie hat diesen Mann, glaube ich, an der Hochzeit zum ersten Mal gesehen. Ja. Sie hat ihn nicht angeschaut. Also sie musste immer zu Boden schauen. Das wurde ja auch angemahnt. Und wenn man schon diese schlimme Mutter kennengelernt hat, lernt man jetzt einen Mann kennen. Da schäme ich mich für alle anderen Männer mit. Und ich finde das ganz, ganz schlimm. Vor allem, auch wenn man überhaupt einen Mann heiratet, den man überhaupt nicht möchte. Ja, unvorstellbar. Mit dem man sein ganzes Leben verbringt. So. Und da ist es auch undenkbar, dass man einfach geschieden wird. Aber sie hat halt in der Hochzeit, sie musste das durchstehen. Sie musste also durchstehen, ja. ist ein klares Wort, Senne, was du da benutzt. Weil man kann das nur als durchstehen bezeichnen, ja. Weil alleine die Beschreibung, das Kapitel, die Hochzeitsnacht, ist so unvorstellbar, gruselig. Als ich angefangen habe, die Hochzeitsnacht zu lesen, das war ganz, ganz schrecklich. Ja, also wenn ich mir persönlich denken würde, wenn ich das durchgemacht hätte, ich würde sehr, sehr schwach bei sowas sein. Ja, also sie hat so viel durchgestanden und war auch immer sozusagen treu, trotzdem noch geblieben. Ja, ich habe immer gedacht, wenn das erste Moment gewesen wäre, wegzulaufen, egal wie und warum oder wohin, nur weg von diesem Horrormenschen, dann da. Nein, aber sie hält die erste Schwangerschaft durch. Und dann wird der kleine Junge, den sie so abgöttisch liebt, natürlich, wird ja dann auch noch weggenommen. Ja, also, das war ganz schlimm. Was mich da auch sehr beeindruckt hat, war dieser Moment, dass sie immer wieder Freundinnen hatte, mit denen sie zwar reden konnte, aber die auch immer so argwöhnisch belauert wurden. Und ich hätte mir dann auch manchmal ein bisschen mehr Einsatz von denen gewünscht. Also ich finde die Freunde, persönlich kenne ich sowas, manchmal will man mit diesen Sachen nichts zu tun haben, aber ganz ehrlich, wenn man in so einer Situation ist, sollte man schon Gas geben und sagen, ja, mach was, mach was. Ich wollte halt noch erzählen, dass sie halt ein Haus hatte, was ihr Vater ihr gekauft hat. Das muss man erzählen, das waren reiche Leute. Ja, und sie war dann halt dort und jeden Abend, als er zurückgekommen ist, hatte sie Angst. Dann denke ich mir so, das ist so schlimm, stellen Sie sich mal vor, so, du bist zu Hause und dein Mann kommt dann, oder deine Frau, kommt dann halt nach Hause und du hast immer Angst davor. Und das sollte gar nicht so sein. Also vor allem auch immer bei den Geburten sollte das so sein, dass der Mann sie unterstützen soll und dass er ihr dann auch einige Sachen abnehmen soll. Aber dass er sie dann trotzdem noch vergewaltigt hat und verletzt hat. Das ist alles Blutung unvorstellbar. Und vor allen Dingen auch, was sie versucht hat, als das kleine Mädchen Noah, die erste Nora. Tochter, Nora, dass sie versucht hat, irgendwie so oft das zu vermeiden, dass die Kleine nicht Zeuge wird, wenn er wieder seine schlimmen 5 Minuten hatte oder vielmehr Gewalt und Vergewaltigung im Raum stand. Das Schlimmste war einfach, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber dass der Mann halt die Kinder immer Bastardkinder genannt hat. Ganz schlimm. Und ich finde das so, Sie müssen sich mal in diese Kinder reinversetzen, vor allem in Samia sowieso, aber ich meine so, sie werden die ganze Zeit Bastardkind genannt, ist auch nicht toll. Ich weiß nicht, was man in so einer kleinen Seele, die man ja aufbauen soll. Kinder haben erstmal das Urvertrauen zu ihren Eltern. Das ist ja nochmal das Schlimme dazu, dass Kinder nicht anders können, als ihre Eltern zu lieben. Das hat ja unsere Natur eigentlich eingerichtet. Und dass da, wenn er nicht zurückkommt und dass dann so eine Samia trotzdem versucht, diese Liebe, die sie ja hat, die Kraft kennt sie ja, an die Kinder weiterzugeben und sie davor zu beschützen. Früher schien ich alles zu besitzen und doch hatte ich nichts. Jetzt besitze ich nichts und doch habe ich alles, denn ich bin frei. Wunderbarer Satz. Also es ist zwar kurz, aber ist alles einfach. Es erklärt sehr vieles uns. Ja. Prima. Ich bin ganz begeistert, dass ich jetzt durch dich dieses Buch kennengelernt habe. Ich bin ganz begeistert davon, dass dich als junge Frau das Buch interessiert hat und dass du das auch, ich glaube, es ist auch eine Arbeit, das zu lesen. Ja. Ich glaube fast, dass wenn du das jemandem empfiehlst, der vielleicht irgendwie zart beseiteter ist, dass man auch dieses Buch, dass man darüber reden sollte, wenn man es gelesen hat. Weil ich kann mir vorstellen, dass das verstörend ist, aber es erzählt wirklich sehr, sehr viel und macht einem die Augen auf, dass man
sich darum kümmern muss, dass sowas eigentlich nie wieder passieren sollte. Ja, und das Schlimme ist ja, dass es nicht nur ihr passiert, sondern sehr, sehr vielen Menschen auf der Welt. Ja. Und manche nicht mal den Mut haben, irgendwas dagegen zu machen. Ja. Also, und das ganze Leben so leben. Also ganz schrecklich. Prima. Danke dir, dass ich das Buch kennenlernen durfte. Bitteschön.